Du betrittst eine andere Welt. Eine Welt des Luxus und des Genuss. Durch einen Tunnel aus Licht wirst du durch ein wunderschönes Restaurant geführt und isst 15 Gänge im teuersten Restaurant deiner Stadt. Leute, was ist das für ein Leben? Ihr habt gerade gehört, 15 Gänge im teuersten Restaurant der Stadt. So, was soll da noch kommen, Alter? Es war wirklich eine unfassbare Reise, auf die ich euch gleich mitnehmen werde. Und es bleibt eigentlich nur die Frage zu klären, ob das teuerste Restaurant auch das beste Restaurant der Stadt ist. Guckt es euch an. So, wir sind also angekommen und hinter mir ist der Eingang schon wunderschön, muss ich sagen. Wir sind hier unter den Kranhäusern. In einem der drei Kranhäuser wohnen die Reichen und Schönen aus Köln und ich leider nicht. Aber wir gehen jetzt rein und das sieht schon sehr verheißungsvoll aus. Ich habe das Ganze ja schon bezahlt, deshalb erwarte ich viel. So, experience taste. Crazy. Mann, es geht nicht zurück. Komm. Hey, ich bin der Rosario. Max. Abend. Ist ja doch wohl für sehr reserviert, natürlich. Dankeschön. Also wirklich, das muss man sagen, das ist schon jetzt das schönste Restaurant, in dem wir waren bisher, oder? Als wir reingekommen sind und Schritt für Schritt sich so dieser Leuchtrahmen mit, dazu ging noch die Musik an. Und wir haben wirklich das große Glück, wir sitzen wirklich direkt neben der Küche hier wieder, ne? Haben den Chefstable bekommen, schöner Blick nach draußen, ein riesiger Tisch nur für uns. Das ist wirklich verrückt. Also ich bin kopfmäßig, bin ich noch nicht da, weil das ist zu krass wieder heute. Yeah. Ich starte mit dem Weißen. Den weißen Champagner. Weißt du, bevor ich Angst habe? Nein. Dass es extra kostet. Jetzt macht er so eine Flasche Champagner auf. Wir sitzen hier in der Dom Perignon Lounge. Kann mal schnell einen Taui kosten. Wird nicht passieren. Wird nicht. Bitte. Was man direkt wieder merkt, die schaffen es auch, sich uns super gut anzupassen. Ne? Wir sind jetzt nicht so das durchschnittsgehobene Klientel, so vom Auftreten her, sondern so chillige Jungs so vom Ding her. Und so werden wir auch angesprochen, so wird auch mit uns geredet. Das feiere ich immer schon. Ja, ja. Danke sehr. 2016er Deutz Blanc de Blanc, also das Weiße vom Weißen reiner Chardonnay. Dann wollen wir mal ganz locker reinstarten, ne? Mit dem Blanc de Blanc. Mir fehlt für sowas wirklich einfach, deshalb bin ich bei den Videos auch immer alkoholfrei. Mir fehlt für die Palette bei so gehobenen alkoholischen Getränken, bei Rotwein, bei Champagner, um zu unterscheiden, was gut, was schlecht, was fruchtig, was trocken und sowas ist. So. Ja. Deshalb, aber das ist schon cool für die Mut. Geht direkt mal sportlich los. Das muss man erstmal wirken lassen, oder? Boah, ich muss hier gerade gar nichts wirken lassen, weil meine Augen sagen mir einfach nur, dass wir richtig sind. Du guckst dir das jetzt an, du erkennst nichts. Rein gar nichts. Was wir hier bekommen haben, ist ein kleiner Gruß aus der Küche, der alle 6 Geschmackssinne anspricht, einzeln. Wir starten mit diesem Hörnchen, Yuzu, Limette und Eistee. Und ich stelle die Kamera hin und fesse das mit mir rein jetzt. Komm. Checkst du, dass ich davon diese Tingles an den Kopf bekomme. Mein Kopf bitzelt so, meine Kopfhaut bitzelt so, weil das so krass schmeckt. Guck mal, und das Ding ist, wir probieren gerade das zu schmecken. Die in der Küche wissen, was sie reinmachen müssen, wie sie es zubereiten müssen, um diese Reaktion von uns, die wir uns nicht erklären können, hervorzurufen. Jetzt wird's krass. Schnecke, Chicorée und Kerbel. Also das ist wirklich eine Sache, die man auf jeden Fall tun sollte, wenn man in Restaurants wie dieses hier geht, also die auch diesen experimentellen Ansatz haben, dass man sich davon verabschiedet, Sachen nicht zu essen. Also die erste Schnecke meines Lebens. Verrückt, oder? Boah, bis jetzt mein Favorite. So, der erste Teil vom Video ist jetzt fertig. Wir sehen uns morgen für Part 2. Guck mal, es fühlt sich an schon wie ein Finale. Ja. Das ist das erste, was wir bekommen haben. Und diese Fettigkeit, Nussigkeit und dann kommt so diese Berberitze mit der Säure, durchbricht das so ein bisschen. Ich check's nicht. Fühl mir jetzt mal in dich rein, nachdem du dieses Intro gegessen hast, ne? Was uns heute erwartet. Ich fühle mich gerade, no joke, jetzt schon richtig chill. Fühle mich so, aber auch, man wurde so gestimmt, so dein Kopf wird gestimmt darauf, dass du jetzt so alles schmecken kannst. Die haben gerade perfekt jeden einzelnen Geschmack getroffen, den wir besitzen, den wir schmecken können. Und es dabei aussehen lassen wie ein Kunstwerk. Ja. Das ist das Kranke. Das auch noch dazu. Und wir sitzen dabei im Spa-Bereich. Ja. Und werden von Kumpels bedient. Ja. Bruder, trink Champagner. Mir wird jetzt wieder bewusst, das ist zu komplex für so ein Video. Man kann nicht alles rüberbringen. Wir probieren das bestmögliche Bild in wenig zur Verfügung stehender Zeit zu zeichnen, aber es bleibt immer was auf der Strecke, wenn man sowas über ein Video wiedergibt. Es geht wirklich hier um auch einen wissenschaftlichen Ansatz, den man zum Anfang vorgestellt bekommt, mit dem man versteht,
was man schmecken kann, was man schmeckt, und man schärft so wirklich ein bisschen die Sinne auf das, was möglich ist. Wir haben gerade eben die 6 Geschmackssinne kennengelernt und jetzt kriegen wir noch die Temperaturkomponente dazu. Scharf bzw. heiß und kalt bzw. nichts. Lass uns probieren, Digga. So viel Chili da rein zu haben, ist echt mutig, finde ich. Ey, mein Gehirn ist so am Arbeiten dabei, ne? Bisher habe ich den Eindruck, du gehst hier nicht lecker essen, sondern du belegst einen Kurs im Schmecken. Alles, was wir gegessen haben, war hier, da. Nichts war gleich. Nordic, ich liebe es bisher so sehr. Und dass man hier sitzt und das machen kann, das ist das ultimative Privileg. So, das ist unglaublich, wirklich. So, und ich nehme es nicht für selbstverständlich, muss ich wirklich einmal so sagen. Für mich ist es irgendwie durch ein paar verrückte Zufälle mein Job geworden und ich liebe jedes bisschen davon. Also wirklich Dankeschön auch mal an der Stelle. Eine Sache möchte ich am relativen Anfang von diesem Video nochmal aus der Welt schaffen. Ich bin mir sicher, es werden wieder Kommentare kommen. So, was bringt mir das, wenn ich danach noch einen Döner essen muss? Du musst danach keinen Döner essen gehen. Du wirst davon satt, weil genauso wie du schneller satt wirst, wenn du langsamer isst, wirst du satt, wenn du über 4 Stunden verteilt kleine Portionen isst. Und am Ende bist du auch nicht voll, sondern du bist einfach nur happy. Wir sind hier wirklich im Geschmacks-Disneyland, habe ich das Gefühl. Er kam gerade zu uns und hat uns diesen Teller hier gebracht. Man kann sich wahrscheinlich nichts darunter vorstellen. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Was wir gerade gelernt haben, die 6 Geschmacksrichtungen, sind hier nochmal aufgeführt. Süß, fettig, sauer, bitter, umami, salzig. Und alle 6 finden sich in jedem Gang wieder, den wir bekommen. In jedem. Als kleines Spiel rät man immer, was zu was gehört. Also man hat quasi wirklich so einen Gamification-Aspekt quasi beim Essen. Und wenn man es nicht erschmeckt, kann man einfach auf diesen Block, der hier die ganze Zeit schon am Tisch steht, drauflegen und weiß zum Beispiel, aha, Johannisbeere, Zitrone steht für sauer, Austernblätter, Kaffee steht für bitter. Das ist auch alles hier nochmal erklärt in so einem kleinen Beilageheft. Zitrone heißt sauer. Avocado heißt fettig. Ihr versteht. Und so hat man nicht nur ein Geschmackserlebnis, sondern hat auch noch ein kleines Ratespiel nebenbei. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht, wie viele Gänge uns erwarten werden, aber wir wussten, das passt nicht in ein Video. Wir hätten daraus auch 5 Videos machen können, aber wir wollten viel lieber nur die Highlights zeigen. Und genau das werden wir jetzt tun. Die verrücktesten Zutaten, die ausgefallensten Gänge und unsere Reaktion. Viel Spaß. Jetzt geht's rund. Ich wollte ihn gerade darauf aufmerksam machen, dass wir noch kein Besteck haben. Das ist Fingerfood. Guck mal, die haben wirklich Eier. Das, finde ich, merkst du wirklich. Lass dir schmecken. Weißt du, was ich faszinierend finde? Du isst das, ne? Und es schmeckt super gut. Aber dann liest du, was da drin ist. Hast du gerade Blutwurst rausgeschmeckt? Hast du Banane rausgeschmeckt? Es schmeckt für sich genommen unfassbar gut und ist wahnsinnig edel und unglaublich gut gemacht. Aber dann beim zweiten Bissen zu gucken, was drin ist, oder zu schmecken, was drin ist, macht einfach auch Spaß. Danke sehr. Bitte. Kurz gefasst, Hühnerei schwarz lackiert, innen drin Nordseekrabben, Lauch, obendrauf gebrannter Lauch, 200 Grad, 2 Stunden. Ich liebe die Präsentation. Du kriegst das hingestellt und du musst es erklärt bekommen. That's my type of shit, bro. Sowas liebe ich. Boah, ist das lecker. Checkst du, dass den Crunch getrocknete Krabbe gibt? Das ist unfassbar vollmundig. Zum Carabiniero. Edelste Garnele, die wir so finden können. Rudi, das hier ist ein Palmherz. Herz einer Palme. Alter. Was haben wir da? Jawohl, Chef. Dann machen wir weiter. Wie er in der Natur so vorkommt. Mhm. Und Champagner kommt toll durch. Man muss gar nicht mehr sagen, dass das was auf dem Punkt ist. Seid euch einfach sicher. Alles, was wir essen, ist perfekt. Weißt du, was ich mal will? Ich will mal, dass du eins davon so nachkochen musst für mich. Und dann will ich dich filmen und sehen, wie du dabei verkackst. Obwohl du das Rezept vor dir hast. Diese Präzision, die in der Küche an den Tag gelegt wird, im Verbund mit der Geschwindigkeit, die an den Tag gelegt wird. Es ist einfach pure Professionalität, so. Es wird kaum geredet. Jeder gibt wortlos dem anderen, also es ist fast Telepathie da drin. Ui. Mit der Ziege? Oha. Nummer 5. Grüne Mandel, Ziegenricotta, Tomate, Stachelbeere, Gemüse, Vorteilbasilikum auf Ziege. Wurde uns gerade erklärt, klingt krass, aber regional. Das ganze Tier wird verwertet.
Ich lieb's, dass da drunter eine Überraschung ist. Ja. Es ist wieder Gamification at its best. Ich bin gespannt, Bro. Lass sie schmecken. Cheers. Jetzt bin ich gespannt, die Überraschung. Ui. Also wirklich, dieser Räuchergeruch ist irre. Wow. Bruder, was? Dieser geräucherte Geschmack, der an die Gelbschwanzmakrele kommt, ist unvorstellbar. Ah! Ja, Hand in Hand. Jawohl! Das war jetzt gerade nicht unprofessionell oder unfreundlich, sondern das ist die Art in Kölner Brauhäusern immer so. Und dann wirst du noch beleidigt gefühlt und freust dich so darüber. So, ich bin in Köln. Der erste und einzige halbe Hahn, der mit der Pinzette angerichtet ist. Ja. Mmh, mmh. Der Gouda eine Creme. Es ist jetzt wirklich nur noch für den Spaß. Mein Bauch ist aufs Doppelte gewachsen jetzt schon und es geht weiter. Da kommt, glaube ich, schon der nächste Gang. Imperialtaube. Das ist mir ein bisschen zu wenig Trüffel, Entschuldigung. Bruder, die haben einen ganzen Trüffel drauf gerieben. Ui, 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 ui. Ich muss den dritten Knopf öffnen. So krank, so krank. Was? Ey, das ist so viel Trüffel. Wie willst du das alles bewerten, frage ich mich gerade. Da muss er wirklich eine Hausarbeit drüber schreiben. Ich könnte da jetzt eine Bachelorarbeit drüber schreiben. Na, für Tisch Nummer 5 bitte auch, ja? Kommt uns ja bekannt vor hier. Tatsächlich. Zuerst natürlich und dann zum Abkühlen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie du immer noch Wörter dafür finden kannst. Ich bin schon seit dem zweiten, dritten Gang irgendwie so wortlos, einfach glücklich und alles einfach, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich könnte auch, wenn die Kamera nicht laufen würde, ich könnte auch stummen. Es macht mir super viel Spaß auch, das so zu reflektieren und auszusprechen, aber man könnte dieses Restaurant ohne Probleme ganz allein besuchen. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile wirklich so in so einer Art Trance. Taumel so hin und her und bin nur noch so brav am Rein. Es ist wahr. Es ist wahr. Du funktionierst nur noch als Mensch, der genießt. Das Eis. Alter, diese rauchige Holznote im Eis, das habe ich noch nie erlebt. Ja, was ist dein Lieblingseis? Rauchiges Holzeis. Es ist nicht vergleichbar. So, nur eine kleine Zeremonie mit euch. Ja. Wir sind beim Finale angekommen. Ui. Ich vermag es nicht zu sagen, aber es ist einfach ein Traum und da ist so viel Illusion dabei. Die Morchel ist keine Morchel, haben wir schon gefragt gerade. So, da ist es ein Schokomousse. Das Moos ist ein Teig. Wahnsinn. Es ist nicht meine Meinung. Bruder, ich habe alles schon gegessen. Durch diese Schüssel mit blubberndem, rauchendem Moos hast du wirklich die Illusion, so eine Waldatmosphäre zu genießen. Die wunderschönen Pralinen. Wahnsinn. Also ähnlich wie ihr das jetzt am Anfang hattet, die sechs Geschmackssinne, ist jetzt auch in der süßen Form, in Form von Pralinen. Ihr habt ja auf der Karte die einzelnen Zutaten, die hier drin verteilt sind. Und wenn ihr wissen wollt, welcher Geschmackssinn ist, könnt ihr an dem Rad drehen. Süß jetzt, ne? Ich habe hier die Rechnung von unserem Restaurantbesuch und es schmerzt mir, wenn ich darauf schaue. 708 Euro. Dazu habe ich nochmal 50 Euro Trinkgeld gegeben. Mit anderen Worten, das teuerste Restaurant in der Stadt und mein teuerster Restaurantbesuch ever und auf lange Zeit, würde ich mal denken. Es war trotzdem eine unglaubliche Reise und ich muss das Ganze in Schriftform irgendwie verpacken, weil ich kann das nicht so rausquatschen. Aber deshalb seht ihr jetzt meine Bewertung und dann sehen wir uns nochmal kurz. Wie ordnet sich ein Restaurant dieser Klasse in die restlichen Restaurants dieser Stadt ein? Gar nicht. Das wird ab dem ersten Moment, in dem man das Ochs und Klee betritt, klar. In dieser Welt des absoluten Luxus isst man anders. Man isst, um zu entdecken. Experience Taste heißt das Konzept und genau das ist Programm. Als durchschnittlich versierter Gaumen wird man zahllose neue Geschmackskombinationen und Zutaten kennenlernen, welche kunstvoll eingesetzt werden. Die Atmosphäre ist nicht zuletzt dank des tollen Service so exzellent. Man sollte jedoch nicht nach einfachem Genuss suchen, sondern mit Freude am Entdecken erscheinen. Dann kann sich auch der hohe Preis lohnen. Für mich 4,5 von 5 Punkten. Es war auf jeden Fall eine kranke Erfahrung. Danke, dass ihr Teil davon wart. Danke, dass ihr das möglich macht. Und wir sehen uns beim nächsten Video, das hoffentlich ein bisschen günstiger wird, wieder.